Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, es ging um den Glauben und ich versuchte den Mensch zu öffnen für das, was die Schrift sagt, nämlich, dass wir einen Erlöser geschenkt bekommen haben, Gottes Sohn, und er ist gekommen, um uns den Weg zum Vater zu ebnen. Der Weg ist jetzt frei. Ein jeglicher könnte mit Gott wieder eine Verbindung, eine Beziehung haben, denn das Opfertod und die Auferstehung des Christus beweist, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Es war ihm wohlgefällig. Wir haben jetzt die großartige Gelegenheit, uns auf dem Weg zu machen. Es ist aber immer noch ein Akt des freien Willens. Und wenn jemand es ausschlägt, dann bleibt leider nur ein aussichtsloser Tag im Gericht. Denn da muss sich jeder selbst rechtfertigen. Und der Mensch schaute mich an und sagte, er glaubt nicht daran. Diese Aussage, an etwas in der Form zu glauben oder nicht zu glauben, frappiert mich, macht mich perplex. Aber ich mache den Menschen überhaupt keine großen Vorwürfe, denn dieses Gedankengut scheint auch stark im christlichen Abendland verankert zu sein. Du unterhältst dich mit Menschen, die seit 5, seit 10, seit 15 oder mehr Jahren im Glauben sind und du erwartest da sonderbare Ergebnisse aus der Natur der Sache. Denn wenn jemand sagt, er macht seit 5 oder 10 Jahren ein Studium, dann würdest du sagen, er ist ein Experte in seiner Thematik. Der Glaube, umgekehrt von der Dunkelheit, jemand, der chaotisch lebte, hörte die Stimme Gottes voller Freuden, dass er aus dieser Miserienlage der Sünde kann, stürzte sich auf diese neue Lehre, diesen neuen Weg in Christus, seinen Meister zu gefallen. Und er ist ständig am Lernen. Das ist der natürliche Prozess. Er ist ständig am Informationen holen. Er muss aussieben. Er muss vergleichen. Er muss prüfen. Er muss Leute befragen. Er muss sich hinterfragen. Er muss beten. Und er ist ständig am Umstrukturieren, sein Leben neu zu kalibrieren, Sachen auszusortieren, Sachen reinzuholen, sich von Sachen zu trennen, sich Sachen zu nähern. Ein wunderbarer Prozess. Mal ist es frustrierend, mal freudig. Mal erlebt er Höhepunkte, mal Tiefpunkte. Er hat viel zu berichten. Er redet über diese Beziehung, die er hat zu seinem Vater. Er ist überglücklich und er ist auf dem Weg. Aber du unterhältst dich mit Menschen, die sagen, sie sind schon so lange im Glauben und du hörst aber nichts von diesen. Du hörst von Hauskreisen und guten Lobpreis und Worship und Anbetung und Tee und Kaffee und Vision und Prophetie und gute Nachrichten und gute Predigten und Dienst in der Gemeinde, aber wenig vom eigenen Leben. Umgekehrt sogar. Fängst du an, über das eigene Leben zu sprechen, merkst du, wie der Raum immer leerer wird und Menschen kommen nicht mehr. Und der Grund, warum diese Gemeinden und Seele so gefüllt sind mit Menschen, die halt sagen, dass Gott hat einen Plan für dich in dieser Zeit und bald gibt es Entrückung, weil Menschen das auch aktiv unterstützen. Okay? Menschen sind unterwegs und unterstützen das, was gar nicht steht. Und jetzt sagen sie, ich glaube nicht daran. Es geschieht dir nach deinem Glauben. Es scheint so für diese Menschen zu funktionieren, dass je nach wie meine mentale Verfassung zu einer Sache ist, wenn ich gut disponiert bin, wenn ich das wohlwollend auch annehme und ich bin der Sache gut gesonnen, dann wird es mir zuteil. Bin ich allerdings kritisch dagegen, wenn ich zum Beispiel sage, das, was die Bibel sagt, dass Gott ist zornig mit dem Sünder, dass Gott den Sünder nicht liebt und dass es keine Gnade gibt für den Sünder, solche kritischen Botschaften, wenn man da sagen würde, das lehne ich ab, davon distanziere ich mich, dann wird es mir auch nicht zuteil. Habe ich damit nichts mehr zu tun. Nun, so funktioniert es aber nicht. Ein Glaube ändert kein bestehendes System. Und das legale System von Christus, Tod und Auferstehung beweist auch etwas ganz Explizites, was wir verstehen müssen. Es rät sich wirklich in diesen Tagen, wo Sachen sich zuschnüren und du hörst nur noch einseitige Meinungen und Experten, die anders über eine Sache berichten können, kriegen keine Plattform mehr, werden gesperrt, werden teilweise verhaftet. Okay? Es gibt ja keine offenen Diskussionen mehr über die Dinge, die gerade passieren, sondern es ist einseitig. Wenn du nicht damit übereinstimmst, dann wirst du abgestempelt, dann wirst du irgendwo vielleicht in eine Schublade gesteckt. Es wird jetzt hier ein Prozess geführt, wo Menschen jetzt vielleicht die Hoffnung haben, sagen sie sind im Glauben, sie werden bald entrückt. Eine bittere Enttäuschung erwartet einen jeglichen, der das glaubt. Der Vater ist nicht glücklich, ist nicht freudig über was hier passiert. Und er zeigt es ganz deutlich
Aber Menschen sagen, es geschieht dir nach deinem Glauben. Das heißt, je nach wie ich eingestellt bin zu einer Sache, so wird es auch kommen. Das ist nicht, wie es funktioniert. Wichtig ist, dass ich in der Wahrheit lebe. Und dann kann ich darauf hoffen, dass Gott seine Hand über das oder jenes oder mein Leben hat. Nur so funktioniert es. Wenn Christus sagt, es geschieht dir nach deinem Glauben, Emuna, gemeint damit ist, je nach wie du dich investierst, denn es wird ja verlangt, dass du dich mit Fleisch und Blut investierst für deinen Glauben. Wenn ich das tue, je mehr ich das tue, je mehr ich forsche, je mehr ich Gott näher kommen will, je mehr öffnen sich Türen, je mehr werde ich verstehen. Hat aber nichts mit der Verfassung deines mentalen Standes zu tun. Ja? Wenn ich also sage, Gott liebt den Sünder nicht, es gibt keine Gnade für den Sünder, dann ist scheinbar Schock im Raum. Denn die Menschen hören das nicht von ihrem Prediger, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum Menschen das nicht hören. Denn der Prediger müsste doch, egal was die Gemeinde hören will, erstmal das lehren, was Christus sagt. Nämlich, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn du weiterhin sündig willst, wird dir noch Ärgeres passieren. Gott liebt den Sünder nicht. Es gibt keine Gnade für den Sünder. Steve, was lehrst du da? Scheinbar hast du diese Stellen nicht gelesen. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Römer Kapitel 5, Vers 7. Steve, lies mal genau nach. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was sagst du da? Hier steht doch ausdrücklich drin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Also offensichtlich, Steve, du scheinst die Bibel nicht zu lesen oder verstehst kaum, was du da sagst, denn hier in Vers 10 steht, denn wenn wir, als wir Feinde waren, jetzt geht es sogar noch weiter, wir waren Feinde und Gott liebt uns, mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Was sage ich dazu? Amen. Wie sagt man so schön? Lies mal das Kleingedruckte. Das Kleingedruckte erzählt von vielen, vielen Bedingungen, die oftmals außer Acht gelassen werden. Okay? Also, lies mal den Vers, zum Beispiel hier Vers 8. Das ist eine grammatikalische Deutlichkeit, die eigentlich nicht zu übersehen ist. Hier steht, lass uns mal gemeinsam lesen, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, als wir noch Sünder waren, ein ganz klarer Transport in der Grammatik, als wir noch Sünder waren, als ich noch für Jonas und Co. arbeitete, als ich noch ein Baby war, trank ich Muttermilch. Was heißt es? Ich arbeite nicht mehr für Jonas und Co. Ich bin kein Baby mehr. Die Sprache sagt es. Okay? So, jetzt hier der andere Part, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, ich bin heute kein Feind mehr. Der Import ist wie folgt. Als wir Sünder waren, alle, die zu Christus kommen, sind zuvor Sünder gewesen. Die Misere ist, dass wir sind in die Sünde geboren worden. Und da greift Gottes Gnade. Für den Sünder, der nicht rauskommen kann aus sich heraus. Er findet sich nicht heraus. Er kann es nicht, weil er schafft nicht aus der Sünde rauszukommen, durch seine eigene mentale Kapazität, weil er durch den Willen jetzt sagt, ich will zu Gott zurück, das schafft er nicht, selbst wenn er es wollte. Okay? Denn es ruht zu einem der legale Prozess, der legale Import auf ihn, der ruht schwer, der Tod, nämlich im System Gottes ist es so, wenn man sündigt, das heißt, wenn man ihm gegenüber ungehorsam ist, gegen seinen Willen geht, das wird mit dem Tod bestraft. Der Mensch kommt da nicht raus. Jetzt ist er aber in dieser Geisteshaltung auch gefangen, so dass er gar nicht rauskommen kann. Er ist nur noch auf dem Weg ins Gericht. Und Gott möchte ihm eine Chance geben. Gott hat für mich und für dich Barmherzigkeit gehabt in diesem Zustand. Jetzt durch seinen Sohn
durch seinen Sohn, können wir jetzt daraus, wenn wir das Opfer annehmen, wenn wir damit übereinstimmen, wenn ich sage, das war falsch. Alles, was ich machte, diente nur mir. Ich habe alles getan, um mein Fleisch, und das ist ja, wo der Satan herrscht, um mein Fleisch zu frönen. Ich muss also mit der neuen Gesinnung das Fleisch töten. Gib mir 5, gib mir 10, gib mir 15 Jahre, Adonai. Helf mir dabei durch deinen Geist. Aus mir wird ein anderer Mensch. Das ist der volle Transport, den der Mensch im Glauben hat vor Augen. Das ist, wo er strebt und kämpft. Und das ist, wo Adonai sagt, es geschieht dir nach deinem Glauben. Es hat aber nichts zu tun damit, dass er da sitzt und hofft und glaubt. Und je mehr er hofft und je mehr er positiv gegenüber der Sache eingestellt ist, je mehr wächst er. Absoluter Nonsens. Also, was heißt es jetzt? Es gibt keine Gnade für den Sünder. Es gibt keine Gnade für den, der in der Sünde bleibt, in der Sünde lebt. Gibt es nicht. Unmöglichkeit. Willst du jetzt damit sagen, Steve, dass wenn wir zu Gott uns bekehren, nie wieder sündigen? Das kann ich nicht sagen. Das passiert, denn wir machen falsche Dinge und reden und denken und handeln falsch. Aber für uns ist immer noch Gnade da. Und wie das passiert im Gnadenbuch Gottes, im Gesetzbuch Gottes, da gibt es ganze Kapitel drüber. 3. Mose Kapitel 1 bis 6 sind prominente Beispiele. Opferung ist also ein Schlüssel zu der Anbetung und ein Schlüssel, um wiederhergestellt zu werden mit Gott. Also Opfern ist ein ständiges Thema in unserem Leben. Da wir aber kein Schaf und keine Ziegen mehr virtuell oder physisch opfern können hier auf diesem Planet, gibt es andere Prinzipien, die greifen. Die waren aber schon immer vonnöten, diese Dinge, die wir machen sollen. Nur das Schaf und das Herz noch zu haben, der Sünde bringt einem nichts, sondern mit einem reumütigen Herz geht man hin, opfert und die Änderung findet statt aufgrund einer geistigen Veränderung. Das, wo die Veränderung stattfindet. Sonst nützt das Schaf nichts. Wir haben aber jetzt das Ultimative bekommen, die Opfergabe des Sohnes. Und wenn ich mich wieder zu ihm wende, weil ich was falsch gemacht habe, nicht mutwillig, nicht die Sünde, die die Bibel beschreibt mit Beyad Ramah, mit der erhobenen Hand. Wenn jemand jetzt in dieser Beziehung einen Fehltritt macht, das macht ihn nicht zum Sünder, der in der Sünde lebt. Ein Kind ist ein Kind seines Vaters, der Sohn liebt den Vater, er will den Vater gehorchen, aber hin und wieder muss er zurechtgewiesen werden, auf den Weg gebracht werden. Aber er ist gewillt, die Wege des Vaters zu gehen. Er hat da etwas falsch repräsentiert. Er hat auf seinen Vater nicht gehört. Er ist zu lange weggeblieben. Er hat da sich nicht gemeldet. Er hat dies und das. Aber er ist ja nicht in der Haltung, er will seinen Vater nicht mehr haben als Vater. Sondern er hat einen Fehler gemacht. Das bedarf einer Korrektur und dann geht das Leben weiter. Er hat daraus gelernt. Er verharrt aber nicht in der Sache. Wenn jemand einen Bußgeld oder eine Strafe bekommt oder sonst was, dann bekommt er nicht Gnade, um es nochmal zu tun, sondern er lernt daraus. Das heißt, als wir noch Sünder waren, hatte Gott Barmherzigkeit mit uns, dass wir da nicht rauskommen. Wir kommen aus dieser Misere nicht raus, alleine. Also das Opfer seines Sohnes schafft uns die freie, legale Möglichkeit, dass wir jetzt sagen können, ich bin nicht mehr unter der Todesstrafe. Jetzt ist er bereit, uns zu helfen, zu sagen, ich kehre jetzt dem den Rücken, wie ich vorher gelebt habe. Ab jetzt lebe ich neu. Und jetzt gibt es einen Prozess. Aber mit vielen Sachen schließt du ab. Denn es ist dir ja möglich. Ich weiß, dass in der Welt, dass Menschen sind in der Lage, für ihre Hobbys zu reisen. Die haben da irgendein Hobby, es gibt irgendein Wochenende in London. Dann zahlen sie Flugticket und Hotel und fahren dahin. Wenn es irgendjemand überkommt, noch nachts mal irgendwas zu erleben, weil das Telefon klingelt und hier und dort passiert gerade irgendwas, es scheint da wieder für das Fleisch natürlich ein sündhaftiges Arena zu sein. Es spielt keine Rolle. Wenn es gefällt, dann setzt man sich noch ins Taxi und zahlt noch vielleicht Pauschalen und fährt dann lange, macht sich noch schick und fährt dahin, um die Sünde zu dienen. Also für den Satan und für das Fleisch, da ist der Mensch wirklich viel aufzubringen. Also seine Kreativität kennt keine Grenzen. Naja, mit diesem Inbrunst möchte auch, dass Gott wir ihnen dienen. Okay? Wir sollen Gott ebenfalls mit der gleichen Entschlossenheit, mit dem gleichen Willen, mit dem gleichen Gedankengut auch dienen. Das ist ja, was Gott auch will. Er meint nicht, dass ich jetzt da sitze und sage, ich habe bekannt vor 10 Jahren
dass ich ein Sünder war und ich verharre in der Sünde, wenn jemand aktiv ein sündhaftiges Leben lebt, Dinge, die er weiß, er müsste sie loslassen, aber er lässt nicht los, mit dem ständigen Geleier von er ist so schwach, vertraut auf die Gnade, aber er macht keine Pläne, diese loszuwerden. Er verharrt in sündhaftigen Dingen. Er lebt diese. Diese waren von Anfang an da. Dann war die Bekehrung nie echt. Zu keinem Zeitpunkt. Gott hat keine Gnade für einen solchen. Wer hat mir das erzählt? Gottes Gnade reicht nicht so, dass egal was du tust, er weiß, du kommst nicht da raus. Die anderen Sachen waren doch auch möglich. Als ich in der Welt war, ich weiß, was man aufbringen kann, um noch dies und das vielleicht zu erleben. Da ist man kreativ. Römer Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall, Vers 2. Die wir der Sünde gestorben sind, der gleiche Apostel, wieso liest man das nicht vor in der Gemeinde, wo der eine oder andere unterwegs ist? Wie werden wir noch in ihr leben? Wie werden wir noch in der Sünde leben? Es ist eine Unmöglichkeit für jemand in der Sünde, in der Rebellion gegen Gott zu leben und dann zu meinen, er ist im Glauben, er wird bald entrückt, er wird Gnade finden vor dem Thron. Es gibt keine Gnade für den Sünder. Das ist das Strafgericht, wovor wir uns in Acht nehmen müssen. Das ist doch die größte Bedrohung. Die Bibel sagt was? Dass viele zum Glauben kommen? Nein, wenn der Glaube uns stärkt, wenn der Glaube uns zu Jesus bringt, gibt es dann immer noch viel zu tun. Das Kreuz zu tragen heißt ja, dass Dinge noch da sind. Im Prinzip ist Hoffnung, weil Gott möchte auch, dass wir die Dinge kreuzigen, aber es ist trotzdem keine gute Botschaft, dass wir noch mit Sünde zu tun haben. Und Menschen, wenn dir schreiben und sagen, keiner kann perfekt sein, dann wirst du einen schlimmen Tag haben vor dem Thron, wenn das nicht dein Ziel war, perfekt zu sein. Das, was du von dir aus schon weißt, kreuzige es, so gut es geht. Entbehre dich, es wird zu Kosten deines Fleisches gehen. Kein Weg drumherum. So funktioniert es aber auch in der Welt. Wenn du einen riesen Titel haben willst, einen Professor oder einen Master oder wie auch immer, du musst verzichten. Du musst auf vieles, vieles verzichten, um das zu bekommen. Funktioniert nur so. Nur so. Nichts anderes. Wenn du fit oder weise oder irgendwas erreichen willst, du musst verzichten. Der Verzicht geht immer auf Kosten deines Ichs, nicht auf Kosten deines Vaters. Vielleicht, weil er was bezahlen muss oder dich auf den Weg bringen muss. Aber das Sitzen und Studieren und aneignen musst du, ebenfalls im Glauben. Ich weiß nicht, warum Menschen denken, im Geistigen funktionieren die Dinge plötzlich ganz anders, als wie ich es sonst auch mache. Wenn jemand also nicht da mit Eifer und mit Bedachtheit den Glaubensleben pflegt, dann ist er nicht im Glauben. Kannst du streamen und debattieren und Verse schicken, das ist die Wahrheit. Menschen haben die Wahrheit nicht vor Augen, weil sie die Wahrheit nicht vor Augen haben wollen. Okay? Menschen würden alles tun, um einen scheinbaren Abend von Anbetung und Worship zu haben, das Ganze. Aber wehe, die werden entmahnt, wird der Raum immer leerer. Hebräer 10, Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, du weißt, es ist Sünde, du tust es mutwillig und sagst, naja, ist halt so. Du betest nicht drum. Du tust nicht Buße. Weißt du, diese ganzen Verse, die ich dir vorlese, die enden mit Hoffnung für den Gläubigen. Gott hat Verständnis dafür, dass wir nicht von heute auf morgen perfekt werden. Es ist ein Prozess. Aber deine Gedanken sollen dahin gehen, dass du sagst, ich will die Sünde wirklich fern haben aus meinem Leben. Denn es gibt keine Gnade für einen Sünder im Gericht. Ein Sünder wird im Gericht gerichtet. Also der Heilige ist aufgerufen, sich was zu heiligen, nicht zu sündigen. Ich war mal in einem Hauskreis gewesen vor vielen Jahren und ich war ganz perplex. Ich bin auch dann nicht rausgebeten worden, aber die Atmosphäre war nicht sonderlich jetzt mir gegenüber freundlich. Und habe ich später gehört, die sind auf den Konsens gekommen, dass, na, man kann doch sündigen. Das schafft man gar nicht, perfekt zu sein. Das Fleisch ist viel zu schwach, das weiß Christus. Es gibt gewisse Dinge, da kann man gar nicht von ab und dafür ist Christus auch gekommen. Nein. Christus ist gekommen, dass du jetzt Verzicht übst
auf Kosten deines Ichs, damit diese Dinge in dir gestärkt werden. Das ist der einzige Weg ins ewige Leben, wirklich. Lies es selber durch. Hör auf, da Dinge zu unterstützen, die dir die Ohren kitzeln. Lies mal nach, was Gott in den Propheten über Israel sagt. Und viele Menschen haben überhaupt keine Verbindung mehr zu den Wurzeln. Ich höre mir Predigten an, mal kurz, ich höre mal rein. Keine Verbindung zu der Wurzel. Vater Abraham, Jakob, daraus Erfahrungen ziehen. Alles ist jetzt Neues Testament und Gnade. Eine Lehre, die nicht aus der Bibel kommt. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Sondern was? Sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Ein Widersacher ist ein Feind Gottes. Der eine sagt, aber ich kann nicht immer diese Botschaften hören. Vielleicht, weil du zu viel Sünde in deinem Leben hast. Und es quält dich, weil du dich nicht trennen willst von Dingen, die Adonai sagt, er hasst diese Dinge. Das mag der Grund sein, weswegen es dir aus den Ohren hängt, das immer zu hören. Lehre lieber Süßes. Steht auch in den Propheten drin. Dieses Volk möchte lieber süße Dinge hören. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Das ist das Neue Testament, wer sich von Gnade angeblich noch spricht. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. In diesen ganzen Versen, der Apostel, der Autor wird zum Schluss noch sagen, stärke alles, was jetzt noch übrig ist und mach dich bereit, wirklich Gott zu dienen. Es gibt keine Gnade für Sünder. Es gibt Gnade für Menschen, die sich geheiligt haben. Für die greift die Gnade. Die meisten Menschen würden ins ewige Leben nicht kommen von der Statistik her. Ich schaue dich doch mal um, wie viele Menschen sagen aktiv gerade, sie wollen für Gott leben. Sie suchen nach seinen Satzungen. Okay? Und die Bibel sagt in der Endzeit, es wird schlimmer werden. Menschen werden mehr und mehr abkehren vom Guten. Vollkommen verrückt, was ich so höre, worüber Menschen debattieren. Okay? Wie viele Geschlechter gibt es? Mit was für einem Geschlecht muss man jetzt jemanden ansprechen? Und diese ganzen Beschlüsse, die getroffen werden und wie das alles läuft, es schnürt sich zu. Vollkommen verrückt. Es wird nicht besser, musst du dir mal vorstellen. Okay? Also, Menschen werden mehr abkehren. Und jetzt guckst du in der Gemeinde und sagst, da sind aber die Krieger. Die haben es verstanden. Die werden sich aufmachen für Gott. Die werden das lehren, was stimmt. Die gibt es, Baruch Hashem. Die gibt es. Wenige. Die meisten sind auf irgendwo, ich weiß nicht, wo sie gestrandet sind, im Gedankengut. Der Gott liebt auch die Sünde nicht. Du musst zittern. Weißt du, wir müssen zittern. Wir müssen uns gegenseitig ermahnen, erbauen. Denn die Sünde, die fängt uns zu leicht ein durch das schwache Fleisch. Das ist die wahre Gefahr. Okay? Und Gott ist auch bemüht darin, uns immer wieder zu ermahnen, uns Dinge aufzumachen. Aber oftmals wären wir auch gute Lehre und gute Beziehungen, die das einbringen würde in unserem Leben. Und deswegen steht hier auch, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Der Geist der Gnade, Gottes Geist, der uns ja geholt hat, als wir sündig waren, gibt uns ja auch in dieser Gnade immer Instruktion, dass wir jetzt uns heiligen sollen. Und das wird gewährt. Mutwillig. Es ist eine Sabotage. Es ist ein kalkulierter Plan von vielen, die sagen, sie sind Christen. Weil sie das nicht hören können. Das schmerzt zu sehr. Doch Gott liebt den Sünder. Er ist so barmherzig. Christus hat am Holz gesagt, dass Vater, vergib ihn. Die wissen nicht, was sie tun. Wenn ich dir erkläre, was das bedeutet, dass Christus das sagte. Nicht unbedingt was Gutes. Für die, über die er es gesagt hat. Und das ist nicht das Thema heute Abend, aber Menschen verstehen nicht den Kontext und Import, ich weiß nicht warum, von was es bedeutet, in der Sünde zu leben. Wenn jemand aktiv in der Sünde lebt, er macht sündhaftige Dinge. Was sagt die Bibel? Der sündigt, ist vom Teufel. Der vom Teufel ist, kommt nicht ins ewige Leben. Das ist faktisch, wie es ist. Gott wird keine Gnade geben für den Sünder. Es gibt keine Gnade für den Sünder. Gott liebt den Sünder nicht. Als wir noch Sünder waren,
Lass es dein Gebet und mein Gebet sein, dass wir nicht mehr in der Sünde leben wollen, dass Sünde fern von uns ist, dass alles, was wir wissen, was Sünde ist, das lassen wir sein. Und wir stärken uns zu dem, was Gott für uns bereitet hat. Das ewige Leben steht auf dem Spiel. Haben wir das erreicht, dann wird alles, was wir hier entbehrt haben, das wird gar nicht ins Gewicht fallen. Ist der Rede gar nicht wert. Er scheint jetzt nur so gewichtig und die Sachen scheinen zu sein, als ob die Dinge irgendwas darbieten, die wir so nachjagen. Aber nichts davon stimmt. Eigentlich müssen wir uns freuen, dass Christus versprochen hat, dass diese törichte und kaputte Welt bald vorüber sein wird. Möge Gott uns helfen mit denen, die wir lieben und für die wir beten, dass wir alle zu ihm finden. Ich möchte mich an der Stelle auch noch herzlich bedanken bei allen, die das hier unterstützen. Gott segne euch. Danke, ich kenne nicht jeden Einzelnen von euch, aber ich bin sehr dankbar. Ich möchte es mal gesagt haben. Ich hoffe, dass wir hier zusammen das hier schaffen. Möge Gott uns auf den Weg bringen. Aber merkt dir eins, das, was die Schrift sagt. Es gibt keine Versöhnung mit Sünder. Es gibt keine Gnade für den Sünder. Der Heilige heiligt sich mehr. Und das ist der, der vor Gott in Christus bestehen wird. Möge das unser Gebet sein, dass wir bestehen werden in Christus am Tag, wenn er wiederkommt. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.